wir uns nicht leisten. Kann uns nicht hin. Was soll ich denn tun? Ich kann ja nichts bauen hier. Was soll ich denn machen? Was war denn mein Ziel? Soll ich jetzt weglaufen? Ich dachte, ich soll halten bis zuletzt. Ach da. Da soll ich was schön unterstützen. Ich kann aber nicht. Ich werde selber gerade überrannt. Na juhu. Oh Mann, ich bin voll konzentriert. Was soll ich denn machen? Entsenden? Was soll ich entsenden? Artillerie? Wohin soll ich es entsenden? Verdammte Scheiße. Ach da. Was? Schwere Geschütze. Achso. Kann ich noch welche bauen? Ah.
Aktivierung läuft. Neue List ist jetzt verfügbar. Zack, den haben wir auch. Wunderbar. Sieht ganz gut aus. Erstes Panzerabwehrgeschütz eingetroffen. Erstes? Sollte nicht mehr als eins sein. Zwei. Noch ein Panzerabwehrgeschütz eingetroffen. Das können wir uns nicht leisten. Meldung, Einheit steht unter anhaltendem Beschuss. So, ach, das ist ganz, ganz verpeilt. Oh nein, das tun wir nicht, ab in den Wald. So. So. Hier hin. So, okay. Sieht noch ganz gut aus. Es ist noch eins angekommen. Das müsste auch so langsam alles sein, was gebraucht wird. Das haben wir gleich alles zusammen. Fünf. Nur noch zwei. Ah, da kommen die zwei auch schon. Wunderbar. Da haben wir es. Da. So, okay. Das sieht gut aus. Halt, ihr müsst. Nur noch eins. Das sollte auch gleich ankommen. 8 von 8, sind alle da. Geschafft. Wir haben 500 Punkte, Missionsziel erfüllt. Fertig. Alle Panzerabwehrgeschütze sind in Position. Sir, Generalfeldmarschall von Richter hat uns kontaktiert. Er bietet einen Waffenstillstand an und will sich mit Ihnen treffen. Nehmen Sie an, Joe, was immer er vorhat. Dadurch haben wir Zeit, unsere Verteidigung zu ordnen. Das ist sehr merkwürdig. Und, ja, wieder eine Runde durch. Ah, das ist ja geil. Es geht ja gut voran, Leute. Was haben wir denn an Punkte jetzt? Wenn wir die Punkte abgreifen, muss ja mal sein. Schön. Ah, schaffen wir die 36 noch? Ja, 36, Level 36 erreicht. Wunderbar. Herrlich. Ja, Mensch, Leute, dann mache ich doch mal wieder eine Pause für heute. Genug. Alles klar. Bis demnächst. Auf Wiedersehen. Ladebildschirm. Dezember 1944. General Sheridan, höchstpersönlich, es ist mir eine besondere Ehre. Was ist der Grund dieses Treffens, General? Wie wir beide wissen, traf General Weatherby eine kluge Wahl. Er hat seine Männer vor dem Tod bewahrt. General Weatherby hat Feigheit vor dem Feind bewiesen und das wird Konsequenzen haben. Und wie Sie vielleicht wissen, bin ich nicht wie Weatherby. Das weiß ich, General, schon seit Tunesien. Also, wenn es das war. Warten Sie, Sheridan. Wir haben neue Befehle aus Berlin. Was für neue Befehle? Wir machen keine Gefangenen mehr. Geben Sie auf. Noch garantiere ich für Ihre Sicherheit und die Ihrer Männer. Andere Befehlshaber sind nicht so großzügig. Wie kann ein ehrbarer Mann wie Sie nur so handeln? Sie wissen, dass wir nie aufgeben. Wenn wir sterben, dann sterben wir im Kampf. Natürlich. Ist das Ihr letztes Wort? Nein,
Das ist mein letztes Wort. Sie sind verrückt. Das ist ein Satz gewesen. Das 8. Korps steht bei Bastogne bereit, Sir. Patton und Montgomery kommen uns zur Hilfe. Bis dahin müssen wir hier aushalten. Tja. Der Richter wird versuchen, uns mit all seinen Reserven einzukesseln, um uns zur Aufgabe zu zwingen. Okay, Andrew. Und was sind unsere Reserven? Alle Panzerabwehrgeschütze eingetroffen. Wir haben eine Basis mit leichten Panzern und ein paar Aufklärern. Das ist nicht viel. Die Reserven der 28. und die Luftabwehrartillerie sind da. Ein Regiment der 101. Airborne hat sich uns angeschlossen. Der Rest der Division ist schon auf dem Weg. Das könnte ungemütlich werden. Die Piloten sagen, sie können bei diesem Wetter nicht starten. Was? Okay, Gentlemen. Beeilung. Sie werden schon bald da sein. Die Deutschen sammeln sich. Verteidigungsbereit machen, Joe. Es geht los. Ja, das könnte spannend werden. So, ich speichere jetzt erstmal an dieser Stelle, mache erstmal eine ausgiebige Pause und dann geht's in die Schlacht. Lass mal speichern. Speicherung. So, zack. So, die Belagerung von Bastogne. Alles klar. Okay, auf geht's.